Wir melden uns heute wieder und zwar mit ganz lieben Freunden, mit dem Karl-Heinz, mit dem Bernd und zwar die Amigos. Hallo. 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 Grüß dich. Amigos, ja, wenn ich jetzt Amigos sage, das ist ja eine Geschichte, die eigentlich ja schon auf eine 50-jährige Bandgeschichte zurückblicken kann. Ihr habt in den 60er Jahren zum ersten Mal euch zusammengefunden, um zu musizieren. Ja, ja, das ist richtig. Das war für uns auch immer ein Hobby, auch damals. Meine 60er Jahren, da war nicht, die Eltern haben gebaut, 57, es war nicht unbedingt Geld übrig für teure Musikinstrumente, aber trotz alledem haben wir ja auf nichts verzichten müssen, auf das Notwendigste. Wir haben da zwar auf andere Sachen verzichtet, wollen halt lieber Musikinstrumente haben. Und so haben wir zwei schon, ja, ein Leben lang gehen wir den gleichen Weg und haben schon damals Musik gemacht. Ja, und so ist es halt gekommen. Und dann in den 70er Jahren wart ihr zum ersten Mal in der Formation Amigos dann zusammen. Ja, wir haben vorher erstmal 64 rum war ich 17, ja 16, ganz war 14, haben wir so zweit gespielt. Dann bin ich irgendwann zur Bundeswehr gekommen mit 18 Jahren und da hat dann sich eine Band angeschlossen und hat da als Schlagzeuger mitgewirkt. Und ich bin dann zwischendurch dann immer mal, wenn ich Urlaub hatte, bin ich mal hingefahren, wo die Musik gemacht haben. Ja, da haben die erst mal geguckt, zweistimmig hier Gesang, das waren die gar nicht so gewohnt damals. Und na gut, das lief dann ein paar Jahre und wie ich dann fertig war mit der Bundeswehr. Und dann haben wir gesagt, wir wollen was Eigenes machen, das gefällt uns so nicht. Das war damals mit 7, 8 Mann, wir haben Blasmusik gemacht, wir haben Schlager gespielt. Das war also alles durcheinander auf Kirmesen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen was Eigenes machen und da haben wir... Es waren noch zwei Mann in der Band, die gesagt haben, ja, wir machen mit. Und dann gab es erst mal 4 Mann. 1970 haben wir dann die Amigos gegründet. Also der Name, wenn du fragst, woher der Name kommt, das weiß keiner mehr von uns. Wir werden immer gefragt. Irgendeiner hat Amigos gesagt und dabei ist es geblieben. Und dann haben wir die Amigos gegründet, erst mit 4 Mann. Und dann ist der andere, der Rudi Lang, der ist dann gesundheitsmäßig, ist der dann weggefallen, also konnte nicht mehr so. Dann haben wir mit 3 Mann weitergemacht. Dann ging das die ganzen Jahre. Und dann in den 80er Jahren kam dann die erste Schallplattenaufnahme bei euch? Ja, das war auch mehr oder weniger im Zufall generiert, weil ein Kölner Unternehmer, für den wir, der hat auch schon einen Automatenhersteller, und für den haben wir ein Privatfest gespielt und da haben wir damals schon ein Lied für unsere Eltern geschrieben, so als Dank, dass sie uns immer unterstützt haben. Und das haben wir dann dort gespielt und ihm gefiel das unwahrscheinlich. Und er sagte, das müssen wir aufnehmen, noch auf Schallplatte. Ja, da waren wir das erste Mal, ich glaube 86, so um die Dreh, das erste Mal in einem Studio, ein Studio von innen gesehen. Das waren wir die Könige, ein Studio. Wir waren im Studio und haben eine Schallplatte gemacht, stell dir vor. Und ja, das war eine Hammerzeit, eine super Zeit. Wir hatten unseren Job und haben eben am Wochenende Musik gemacht. Und ja, war schön, das konnte es nicht geben. Haben dann schon angefangen, die ersten Lieder zu schreiben. In den 90er Jahren haben wir uns ein Studio, mein Bruder umgebaut, 2 Garagen, ein Studio rein und haben dort produziert, wie die Weltmeister, geschrieben und aufgenommen. Kein Schwein wollte es hören. Ja, wir haben das weggeschickt und auch an verschiedene Firmen und ja, mit der Bitte Übernahme. Null, da kam nichts. Okay, haben wir gesagt, lassen wir es sein. Wir machen trotzdem unser Hobby, das ist das, was wir gerne machen, wie ein anderer angeln geht oder Skat spielt oder irgendwas, so haben wir Musik gemacht. Wie ein Feuerwerk Richtung Himmel wärts und die Liebe zu dir war geboren. Wie ein Feuerwerk mitten in mein Herz und entflammt war die. Euer Hobby, das hat dann irgendwann eingeschlagen? Ja, das war aber nicht so einfach, war das nicht. Dann ging das nicht. Da haben wir Einladung für Joachim Sittparade. Und wir wurden dann Musikantenkönig, anschließend Musikantenkaiser und
Und dann kamen komischerweise die ganzen Plattenfirma, die uns vorher alle abgelehnt hat, unsere CDs. Wir hatten ja, ich glaube, 3 oder 4 CDs schon in unserem Studio, ja, selber gemacht und auch vervielfältigt und haben die immer weggeschickt, haben sie auf der Bühne dann verkauft mal so zwischendurch. Aber dann kamen sie alle. Und das war dann, das war für uns, sagen wir, dass die dann alle, ja, sind dann, wir haben uns dann überlegt, was machen wir, weil das waren alle Plattenfirmen. Das war Universal, damals auch Koch Records, das war EMI, das war Sony, das war MCB von Österreich, zu denen wir dann schließlich gegangen sind. Wir haben gedacht, weißt du was, wenn wir dorthin gehen, machen wir das, was aus dem Herzen kommt. Und das ist, das war nun mal das Lied, dann kam ein Engel. Das hat halt die Menschen berührt. Das ist halb Wunsch, halb Fantasie, wenn du so willst. Erzähl die Geschichte, dass ein Mädchen ans Grab geht und die Mutter erscheint dir als Engel. Und das sind Momente, wo du selber sagst, nein, das möchte ich machen. Und das prägt uns auch bis zum heutigen Tag. Weil wir einfach das machen, was wir zwei entscheiden. Ich müsste noch dazu sagen, unser dritter Mann, unser Produzent, der Mick dort, wir sind ein Team. Wir drei entscheiden alleine, was kommt aufs Album. Was wird gemacht, wie wird es gemacht. Und wenn eine Kritikin da unterste Schublade schreibt, das ist uns egal. Wir sehen es an unseren Fans, wie sie uns das danken. Weil diese Lieder, textbetont, aber auch fetzig, machen wir. Und das ist genau unser Ding. Ich könnte nichts verkaufen hier oben stehen und dort unten den Leuten singen, was ich nicht fühle. Also könnte ich das nicht verkaufen. Man kann sagen, auf jeder CD, das ist ein Stück von eurer Persönlichkeit. Ganz genau. Und so werden wir das auch weiterhalten. Mhm. Ich könnte niemand sein Lied singen, den Leuten in die Augen schauen und dann sagen, das ist wunderschön, wenn es hier drin nichts tut, wenn sich hier nichts tut. Mhm. Und wie dann gesagt, 2006 haben wir uns dann wirklich für die kleinste Plattenfirma entschieden. Die anderen waren ja alle groß, MCB aus Österreich, das war wirklich die kleinste. Und war auch so ein Ding, am Düsseldorfer Flughafen haben wir uns getroffen mit dem Geschäftsführer von MCB und wir waren uns sofort sympathisch und haben gesagt, okay, wir machen das bei euch, wir unterschreiben bei euch. Dann ist er wieder weggeflogen, wie wir ankommen, dann waren die Anrufe von Universal und von EMI. Da sind wir natürlich nach München gefahren, wir sind nach Köln gefahren, haben überall Verhandlungen geführt, die haben uns einen Haufen Geld geboten, einfach so, dass wir unterschreiben. Das hat er gesagt, wir haben noch nie unser Wort gebrochen. Ja. Jetzt haben wir dem, das war keine Unterschrift und nichts, aber wir haben dem das Wort gegeben. Da haben wir uns nach 14 Tagen, 3 Wochen haben gesagt, wir gehen zur MCB. Und wenn es die kleinste Plattenfirma ist, ist scheißegal, die waren uns sympathisch. Ich glaube, dass wir für uns in unserem Leben alles richtig gemacht haben, dass wir uns nicht wegen irgendeinem Scheißgeld haben kaufen lassen. Wir sind unseren Weg gegangen und wie der Karl-Heinz gesagt hat, wir haben unser Wort gegeben. Und warum sollten wir unser Wort brechen? Aber ich denke, das ist genau der Punkt, der euch so sympathisch macht. Es war der Sommer 65, ich war 17 oder so. Ich war damals schon ein Träumer, auf dem Weg ins Nirgendwo. Ja, der Sommer 65, irgendwie ist er noch hier, so als wäre er ein Herztattoo in mir. Bleib mal kurz dabei, du hast gerade angesprochen, Platz 1 aktuell, ja. Ihr seid ja wieder auf Platz 1 mit eurem allerneuesten Album, ja. Zauberland. Es ist eure neueste CD, auch als DVD erhältlich im Moment, auch wieder ein Stück von euch, von eurer Persönlichkeit. Natürlich, die ganzen Lieder sprechen wir, aber es sind viele Lieder, die wir mittlerweile zugeschickt bekommen, das muss natürlich passen. Und ich glaube, die CD, das ist, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach die beste, die wir je gemacht haben. Wir haben schon viele gute CDs gemacht, wir waren schon 8-mal auf Platz 1, aber die CD ist eigentlich eine Steigerung. Der Erfolg, ja, sagt Platz 1 aktuell. Das sind, weil wir viele Themen bearbeiten auf dem Album. Nicht nur jetzt diesen Disco-Fox oder Popschlager, natürlich muss der sein. Natürlich 4, 5 Titel müssen von der Sorte drauf sein. Aber dann auch wieder Lieder aus dem Leben. Lieder, die mit denen sich unsere Fans identifizieren können. Wir kriegen ja das Feedback. Die sagen, das Lied, die hätte es für mich geschrieben. Ich finde mich da wieder. Und wir gehen natürlich auch mit sozialkritischen Themen um.
sei es Obdachlosigkeit, sei es der Tod, der zum Leben gehört, oder Kindesmissbrauch. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir viele, viele Jahre Botschafter des Weißen Ringes sind, um eben diesen unerträglichen Kindesmissbrauch einfach dort aufmerksam zu machen und sagen, passt auf, schweigt nicht, klagt an, diese Dreckschweine sind überall. Und das ist schlimm. Und unser Gesetzgeber, das klagen wir auch an, dass der Gesetzgeber einfach härtere Strafen haben müsste. Nach 4, 5 Jahren ist so ein Typ wieder frei, der wird als geheilt entlassen und diese Typen sind nicht zu heilen. Deswegen wollen wir mit den Liedern Aufmerksamkeit erregen, um den Menschen zu sagen, hey, und das hat auch schon gefruchtet. Weil es ist ja ein Tabuthema. Und das darf kein Tabuthema sein. Die Leute kommen und sagen, ey, das sind zwei, guck mal, die singen und sprechen ganz klare Worte über dieses Thema und dann haben sie Vertrauen. Und oft kommen Leute zu uns und sagen, Amigos, super, dass ihr das macht, ich bin eine Betroffene. Und da kriegst du eine Geschichte erzählt, da läuft das erstmal kalten Rücken runter. Und denkst, was kannst du machen? Was kannst du dagegen tun? Wir nutzen unseren Bekanntheitsgrad zur Zeit, um dort zu helfen. Um Kindesmissbrauch ist was ganz, ganz was Schlimmes. Und da wollen wir eben, auch auf dem Lied ist wieder, auf dem Album ist wieder ein Lied drauf, es geht gegen den häuslichen Missbrauch. Der häusliche Missbrauch, der ist ja eine Katastrophe. Wo soll denn ein Kind hin, wenn es zu Hause missbraucht wird? Kinderherz ist aus Glas und es geht kaputt. Also das ist eine Seite an euch, ja, wo ich jetzt auch persönlich ganz toll schätze, eure Fans sicherlich auch, dass ihr euch um sowas kümmert. Ja. Und ja, ich kann nur sagen, euch toi 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 mit eurem sozialen Engagement, mit eurer Musik sowieso. Ja. Und wir hoffen natürlich noch, dass ihr die nächsten 5, 6 Jahre auch nochmal auf Platz 1 kommt mit euren jährlich erscheinenden Alben. Also bis 2030 haben wir vor, da die Spitze nicht zu verlassen. Wir hoffen das für euch und ja, ich denke, ihr seid auf dem besten Weg dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Karl-Heinz, es hat mich sehr gefreut und toi toi toi. Also vielen Dank, dass wir hier sein durften. Schön. Thank you.